Okay. Was haben wir denn da noch Schönes? Ups. Mindy Blanchards Tagebuch zu magische Zeichen. Vierter Tag, Monat des Clans oder der Clans. Es hat sich entzündet und der Heiler sagt, ich soll den Umschlag noch mindestens einen Tag drauflassen. Er wollte mir mit der Lanzette kommen, aber ich habe mein Messer gezückt und er hat sich's anders überlegt. Aber nicht schlimm. Jetzt weiß ich, dass es nicht darauf ankommt, wie tief man die Tätowierung schneidet. Zu tief und sie eitert halt ein wenig. Ist keine Hexerei. Zwölfter Tag, Monat Alida. Ich habe endlich erkannt, dass es mit einer Tätowierung für sich nicht getan ist. Die ist nicht mehr als ein hübsches Bild auf der Haut. Also habe ich mir die Zeichen auf Paolos Talisman angesehen. Keine Ahnung, wo er die alte, vertrocknete Hand her hat. Er redet nie darüber. Aber wenn was schief läuft, wenn er eine Kugel in den Kopf kriegt, ein Messer in den Bauch und so weiter, dann ist er wieder in dem kleinen Geheimzimmer neben seinem Büro, als ob nichts gewesen wäre. Ah. Das soll uns sagen, wo wir ihn finden würden, wenn wir ihn einmal getötet hätten, ne? Vielleicht trinke ich mir irgendwann Mut an und frage ihn einfach. Ist jedenfalls nicht von dieser Welt. Ich sehe es dem Ding ja an, fühle mich in seiner Nähe ganz komisch. Ich wünschte, ich könnte mir die Zeichen genauer ansehen. Wette, da sind besondere Kräuter oder so in der Tinte. Oder vielleicht keine Kräuter, was anderes. Walhirn oder gemahlene Blutfliegenflügel. Oder was aus den Bergwerken zu Pulver zerstoßen. 25. Tag, Monat Alida. Wahlblut in der Tinte passt nicht. Fühl mich schrecklich. Kopf hämmert. Schlimmer als damals, als ich noch klein war und mir der andere Junge den Ziegelstein übergezogen hat, bevor ich ihn vom Wasserturm gestoßen habe. Und die Tätowierung wird einfach nicht gut. Ah, sie hat Experimente gemacht, okay. Sie hat aber hier noch sehr ausführlich geschrieben und hier fängt sie irgendwie langsam an, so abgehackt zu schreiben, so wie in den anderen Sachen, die wir von ihr gefunden haben. Hinter Paolo steckt mehr, als man sieht. Mhm. Die Frage ist, sollten wir uns die Hand angucken? Hat das für uns eventuell auch Interesse? Oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, sage ich jetzt einfach erstmal so. Oder haben wir jetzt wieder Alternativen? Missionshinweise. Paolos Schrein haben wir gefunden. Haben wir. Durantys Lösung für Jindras Schloss suchen wir. Verfeindete Fraktionen. Das wissen wir. Paolos Wiederauferstehung wissen wir auch. Und Jindras Schloss, dafür brauchen wir halt, um an Stilton ranzukommen. Aber hat Paolo nicht gesagt, Stilton sollte was zu essen kriegen. Ich dachte, der... Dann haben die den doch irgendwie... Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Aber wir gucken einfach mal weiter. So, da ging die Tür nach draußen. Und wir wollen ja... Da ist Paolo. Wir wollen dahin. Ah, alles klar. Jetzt ist die Frage. Noch besser wäre von weiter oben. Machen wir uns nichts vor. So, hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssten doch gucken, ob wir durch... Die Fenster kann ich nicht öffnen, ne? Ob wir doch wieder übers Dach... Ah, jetzt geht wieder los. Würden sich unsere Kinder nicht am Staub in den Schlaf husten? Die Schuld lässt sich leicht auf den Herzog schieben, aber wir beide sind von der Industrie abhängig. Die Bergwerke sind die Lebensader der Stadt. Nein, der Herzog hätte den Betrieb wie sein Vater fortsetzen können. Schnell genug, um die Stadt zu erhalten, ohne uns in Staub zu begraben. Wie denn? Heute leben doppelt so viele Leute in Kanaka. Wenn die Bergwerke gedrosselt würden, wäre meine halbe Familie ohne Arbeit. Was nützt es, wenn einen die Arbeit ins frühe Grab bringt? Gespannt. Nicht so leise werde, bitte ich das aber zu entschuldigen.
großzügig. Herzog veranstaltet Feier zur Amtseinführung. Vor einigen Nächten fand im Großpalast als Zeichen der Unterstützung durch alle Serkonia eine extravagante Amtseinführungszeremonie für Kaiserin Delilah Caldwin statt. Gäste der Veranstaltung sagten, die Feierlichkeiten wären auch ohne die Anwesenheit der Kaiserin, die ihren offiziellen Pflichten in Dunwall nachging, ein voller Erfolg gewesen. An ihrer Stelle zierte eine überlebensgroße silberne Statue die Zeremonie, so eine haben wir schon gesehen. Kein Wunder, da er stets großzügige und voller Überraschung steckende Herzog Abele auch gerne als der fröhliche Herzog bekannt sein möchte. Der Großpalast fügte hinzu, dass die absurden Gerüchte über unsere Gesandten, die aus dem Dunwall Tower mit seltsamen Zeichen auf ihren Gesichtern nach Kanaka zurückkehren und Kauderwelsch wie aus einer toten Sprache reden, absoluter und vollkommen unbegründeter Humbug sind. Gott, alles klar. Sie nimmt nicht nur mir das Kaiserreich weg, sie will es auch noch zugrunde richten. Weil sie ihre ganz eigenen Pläne hat. Unten ist noch irgendwas, ne? Silberjuwelenkästchen. Sehr schön. Ich könnte das Fenster aufmachen, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Nein, leider bringt mir das überhaupt nichts. Gut, das Geld nehme ich doch gerne mit. Also unten ist definitiv noch was, aber da komme ich nicht so ohne weiteres hin. Also gehen wir erstmal wieder raus. Nicht so ein reich gewordener Frevler. Ich werde die Schritte eines ketzerischen Wanderers nicht dulden. Moment, wie war das nochmal? Jetzt komme ich wieder. Hilfe! Was ist denn jetzt? Hilfe! Nein, nein. Sie wird in dir hervorsteigen, wie ein ansteckender Schwarm, der alles in seinem Weg verschlingt, selbst den Schmutz. Okay, die kann sich jetzt wieder beruhigen. Da ist der Alarm. Wie war das nochmal? So. Ich könnte den Hund betäuben. Es kann sogar sein, dass das nicht auffällt, wenn ich den Hund betäube. Zumindest war das im ersten Teil, glaube ich, so, dass das nicht unbedingt aufgefallen ist. Ich meine, der schläft dann einfach, ne? Oh, der streichelt den sogar. Werden die jetzt doch ein bisschen besser behandelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuche das mal. Kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege. Guck mal, weil der schläft ja nur. Aber nee, die sagen dann, glaube ich, da liegt eine Leiche und so ein Scheiß, ne? Es kann also sein, dass das jetzt vollkommen in die Hose geht. So, die andere hat sich wieder beruhigt. Kommen ein bisschen Wind auf vielleicht gerade. Kann gut sein. Jetzt kommt er wieder zurück, verdammt. Also, eins. Ach, hallo, Scheiße. Keine Zeit für ein Schläfchen. Er ist nur ohnmächtig. Der Hund, siehst du? Es fällt denen leider auf, dass der Hund ohnmächtig ist. Fein.
So, okay, wir tragen die neutrales Gebiet. Ist das eine gute Idee, ein neutrales Gebiet einzuführen? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch jetzt eigentlich herzlich egal. Okay, beste Gelegenheit. Ich hoffe, es klappt. Aufseher hat mir nichts von seinen Plänen erzählt. Er ist oben und ich denke. Was du? Zurück ins Licht, du Monster! Upsi! Hexerei wird dich nicht retten! Kann nicht sein! Moment! Wer des Ungläubigen jagt? Hab ich jetzt gerade eben. Oh. Es waren zwei. Ja, es waren zwei. Ist ja gut. Manno. Ich hab's verstanden. Aber das andere war schon ganz gut. Dann hätte ich mich aber genauso gut ranschleichen können. Ne? Gerade der Hund ist das Problem. Den Hund müsste ich zuerst ausschalten. Und die beiden Aufseher, dafür war der Schattengang zu lang. Ich hab's schon verstanden. Dafür wären dann solche Sachen wie Domino natürlich gut. Das ist mir schon klar. Der Hund schläft noch nicht, ne? Nein. Nicht nur ein eigenes Boot. Das wäre ein Leben. Jetzt schläft er. Geht er jetzt rennen? Tut er. Der andere wieder zurück. Scheiße. Er ist nur ohnmächtig. Genau, er ist nur ohnmächtig. Du kannst dich wieder umdrehen. Ist alles prima. Mist. Wer war das? Kann nicht weit sein. Ins neutrale Gebiet darfst du nicht. Oh, hab ich doch gesagt. Ins neutrale Gebiet darf er nicht. Ey, das darf doch nicht wahr sein! Diesmal kriege ich dich! Komm her! Okay, pass auf, dann kriege ich dich. Dann kriege ich dich natürlich jetzt, ne? Das weißt du. Schlaf schön, mein Prinz. So, komm, den Hund holen wir uns auch gleich nochmal. Also, das sind zwei. Hat mir von seinen Plänen erzählt. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Mhm. Es ist bald vorbei. Aber schon erstaunlich, dass wir uns so lange mit ein paar Schlägern abgeben mussten. Der Hund ist jetzt du ein ganz weißt, großes was die Gebote Problem, über das Wetten sagen, Bruder. Die Heuler sind gnadenlos und Paolo hat kann den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt kann ich da aus den Tiefen des Nichts. Vergiss das nicht, sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergib mir, Bruder Mikos. So, der Hund wäre jetzt mal eben wichtig auszuschalten. Etwas stimmt nicht. Irgendein dreist gewordener Frier. Na los! Keine Zeit für ein Schläfchen! Warum habe ich abladen? Hey, daran gewöhne ich mich nicht. Nein, der ist ohnmächtig geworden. Guck! Kannst du dir genau angucken. Es sind drei! Es sind sogar vier. Sind es drei oder vier? Oh, shit. Ah, alles klar. Ja, ich verstehe. Ich weiß schon. Ja, rollt nicht mit den Augen vor dem Bildschirm, verdammt. Es ist gar nicht so einfach immer. Und auch wenn ihr das besser spielen könnt oder anders spielen könnt, das ist schon klar. Okay. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Es ist bald vorbei, aber schon erstaunt. Was werden wir mehr erfahren? Wieso habe ich neue Missionshinweise? Oh. Spiel.
Danke. Durch ein mitgehörtes Gespräch hast du erfahren, dass der Vizeaufseher Byrne sich oben in seinem Büro befindet. Ja, das ist mir aber eigentlich... Ich will den gar nicht. Ich will an Durant hier ran. Und Paolo hat den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt aus den Tiefen des Nichts. Vergiss das nicht. Sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Huch! Der kann gar nicht... Nee, komm. Nein, nein. Der kann gar nicht tot sein. Der hat... 3 Meter vor mir gestanden. Willst du mich... Oh Mann, also manchmal verstehe ich das überhaupt nicht. Er ist oben. Und ich denke, wir werden bald... Es ist bald vorbei. Aber schon erstaunlich, dass wir uns so lange einen Leger abgeben mussten. Du weißt, dass die Gebote über das Wetten sagen, Bruder. Die Heuler sind gnadenlos. Und Paolo hat den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt aus den Tiefen des Nichts. Ich hätte gern Betäubungsgranaten. Sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergib mich, Bruder. Einen richtigen Sturm haben wir gerade auch nicht. Davon mal abgesehen. The drunken wailer lie in the morning. What shall we do with the drunken wailer? What shall we do with the drunken wailer? Ich war schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Und er spottet. Ich werde stark sein. Early in the morning. Das ist auch ein ganzes Büro von denen. Ist ja kein Wunder, dass sie mich gesehen haben. What shall we do with the drunken? Ach Mann, warum geht das denn nicht? Wailer, what shall we do with the drunk wailer? So, erstmal alle irgendwo hin, ne? Und irgendwas stimmt jetzt gerade mit dem Sound. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch so ein stürmischer... Sound, aber irgendwie haben wir so gar keinen Sturm mehr. Deswegen wundere ich mich gerade so ein bisschen. Ich glaube, da könnten wir uns so verstecken da oben. So, die haben wir schon mal. Ich glaube, meine Mine wäre noch aktiv. Und kann das bitte mal aufhören mit dem Soundbug? Das ist übelst. Weil ich höre sonst gar nichts anderes mehr. Oh. Bitte aufhören. Moment, was? Das ist jedermanns Ordensverstoß. Da jede ihrer Taten von angesehenen, geschworenen und pflichttreuen Aufsehern bezeugt oder bestätigt wurde, ist kein Gericht notwendig. Für den Diebstahl von Nahrung... Hey, was war hier los? Für den Widerstand gegen ein... Hä? Und was ist hier los? Bei den Geburten? Scheiße! Wir brauchen Hilfe! Der hat den einen umgebracht, ne? Finden wir diesen Eindringling? Nein. Ist er? Also, mal sehen. Das war es. Verdammt.
hier? Sehen wir uns doch mal um. Was? Die haben den einen umgebracht, ne? Fuck off, das kann ich nicht zulassen. Ich weiß nicht. Oh, wer garantiert mir, dass ich den retten kann? Das sind verdammt viele Aufseher. Das sind verdammt viele Aufseher. Ah, so ein Scheiß. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Nein, dann nützt auch kein Schnellspeichern mehr. Willst du mich verarschen? Och, komm schon. Du weißt, dass die Gebote über das Becken sagen, Bruder. Die Heuler sind gnadenlos. Ja, sorry, da müsst ihr kurz vorspulen. Aber das ist ja mies. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist richtig mies. Vergiss das nicht. Sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergiss es, Bruder Mikros. Ich schaffe das bestimmt nicht mehr so gut. What shall we do with a drunken Sailor! Willst du mich verarschen, Köter? Sind wir nicht eins? Okay, bei Hunden geht's nicht. Ja, yes, es ist Mann, Töle. Verarsch mich da nicht her. Das schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Das ist ein Soundbug, glaube ich, ne? Sie hört jetzt gerade gar nicht mehr auf mit dem Sturmgeräusch. Das ist ja übel. Das ist durchgängig nur laut gerade. Ich hoffe, ich drehe es nachher ein bisschen runter. Machen soll. Das ist eine ganz, ganz doofe Idee, was ich jetzt hier gerade mache, weil ich ihn nicht retten werden können, tun sollte.